Gut, heute habe ich was Wunderschönes gemacht. Es war so leicht und so flockig. Und zwar habe ich ein bisschen Baguette gemacht, ein bisschen Tomatensalat, ein schönes Steak dazu. Großartig, liebe Leute. Und wie ich das gemacht habe, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, die Sonnentage werden jetzt immer weniger, das Wetter wird immer schlechter. Heute haben wir noch einen guten Tag und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute ein schönes Steak. Und hier habe ich ein wunderbares Dry-Aged Roast Beef, das ich jetzt von beiden Seiten salze. Ob ihr das Fleisch jetzt vorher salzt, ob ihr es nachher salzt, das ist völlig Latte. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, da gibt es kein Patentrezept. Die einen machen es, die anderen machen es nicht. Ich mache es manchmal, ich mache es auch manchmal nicht. Das ist völlig egal, macht wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass der Grill schon mal ordentlich vorgeheizt ist. Ich habe die beiden äußeren Brenner auf volle Pulle gestellt. Und da grille ich jetzt das Steak mal so eine Minute bis anderthalb Minuten schön an. Und dann drehe ich das Steak um ein paar Grad. Und warum mache ich das? Weil ich ein Grillmuster haben möchte. Ist doch klar, ich bin so ein kleiner Grillmuster-Liebhaber, sage ich jetzt mal. Sieht ja auch schön aus. Dann wird das Steak jetzt gedreht und dann machen wir das ganze Spiel noch einmal. Ja, und das sieht doch schon super aus. Wahnsinn, klasse. Und wenn das Steak angegrillt ist, dann kommt das Steak in den indirekten Bereich. Das bedeutet, wo keine direkte Hitze von unten kommt. Der Deckel wird geschlossen. Die beiden äußeren Brenner drehe ich auf niedrigste Stufe. Und dann lassen wir das Steak auf eine Kerntemperatur von 55 Grad ziehen. Und da das ein bisschen dauert, haben wir jetzt genug Zeit, uns einen wunderschönen Tomatensalat zu machen. Und zwar aus frischen Tomaten. Die halbiere ich als erstes und dann entferne ich quasi das grüne Innere. Und dann schneide ich die einfach so runter. Wer mag, kann natürlich auch Waffeln aus den Tomaten schneiden. Das ist jetzt jedem selbst überlassen. Und solange ich hier rumsäbel, möchte ich die Gelegenheit nutzen. Liebe Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Abonnement hinterlasst. Einen schicken, netten Kommentar, vielleicht gibt er mir noch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr ganz viel Liebe in euch habt, dann drückt ihr noch die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und an alle Leute, die mich schon abonniert haben, liebe Leute, ich hab euch sowas von lieb. Ihr seid die geilste Community der Welt. Ganz viel Liebe geht raus. Aber unsere ganze Aufmerksamkeit soll unserem Tomatensalat gehören. Die Tomaten, die wohnen jetzt in dieser wunderbar silbernen Schüssel. Und jetzt schneide ich ein paar Frühlingszwiebeln runter. Einfach so grob runterschneiden, das muss keine Größe speziell oder so Spezialsache sein. Nein, einfach grob runterschneiden. Die genaue Zutatenliste gibt es natürlich am Ende vom Video, so wie ihr es gewohnt seid. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das Video bis zum Ende zu schauen. Also gucken, 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 bis nichts mehr kommt, also bis Ende Gelände. Und dann könnt ihr ausschalten. Beziehungsweise dann könnt ihr euch das nächste Video anschauen. Rappante, rappante. Die Frühlingszwiebeln habe ich jetzt zu den Tomaten dazugegeben. Und jetzt gebe ich ein bisschen Weißweinessig hinein und ein bisschen Olivenöl. Wer mag, kann das Ganze natürlich auch in ein Schüsselchen geben und dann quasi zu einer Vinaigrette verrühren. Ich gebe das jetzt alles so da rein, warum soll ich extra Schüssel dreckig machen? Das macht dann nur hier putzen und ja, komm, geht auch so. Ich habe ein bisschen Salz hinzugegeben und jetzt gebe ich ein bisschen Pfeffer hinzu. Und jetzt kommt noch ein bisschen Knoblauchgranulat hinzu. Wer mag, kann natürlich auch frischen Knoblauch nehmen, das geht auch, gar kein Problem. Und dann gebe ich noch eine Kräutermischung hinzu. In dem Fall ist das Kräuter der Provence. Ihr könnt aber die nehmen, die ihr mögt. Das ist eine Hornisse. Okay. Ja, so, das hat mich jetzt kurzzeitig aus dem Konzept gebracht. Nehmt die Kräutermischung, die ihr gerne mögt. Wie gesagt, ich mag halt Kräuter der Provence sehr, sehr gerne. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Zucker hinzu. Das hat mir meine Mama so beigebracht. Die hat immer gesagt, zu einem guten Salat gehört auch immer ein bisschen Zucker, weil Säure und Süße und das passt immer gut zusammen und das schmeckt gut und das rundet das Ganze noch ab. Und ja, das hat meine Mama gesagt. Tomatensalat ist jetzt schön vermengt. Jetzt putze ich mal den Tisch. Quasi die Reste, die kommen nämlich nachher alle auf den Kompost. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Wir brauchen nämlich jetzt ein wunderschön sauberes Brett, denn wir wollen gleich das Brot schneiden, denn unser Fleisch ist auch gleich fertig. Und hier noch so ein kleiner Hinweis, ich bin natürlich auch bei Instagram und Facebook unterwegs. Wer möchte, kann mir natürlich dort auch folgen. Bei Instagram wäre das quasi Daniel-Odenwälder Feuerküche und bei Facebook ist es natürlich die Odenwälder Feuerküche. Also wenn ihr mal ein paar Bilder außer der Reihe sehen wollt oder ein bisschen was, was ich so privat mache, so, dann einfach bei Facebook und Instagram folgen. Und wie ihr seht, das Brot schneide ich so schräg herunter, einfach, dass wir so ein bisschen Aufnahmefläche haben. Und außerdem sieht es dann aus wie so eine Art Crostinis. Ihr könnt natürlich aber auch hier jedes x-beliebige Brot nehmen, das ihr wollt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt hier so ein Baguette-ähnliches nehmen. Ihr könnt auch, was weiß ich,
ein Mischbrot nehmen, wenn ihr Bock habt. Das ist völligst egal. Oder Vollkorn oder was auch immer. Die Brote, die grille ich ein klein wenig an, weil ich habe ja ein bisschen Hitze da außen. Und das Fleisch braucht noch so, ja, so ein paar Minütchen. Und da haben wir genug Zeit, das Brot ein bisschen anzuknuspern. Und dann tanzen wir ein bisschen vor dem Grill. Und dann ist das Brot auch schon fertig. Das geht relativ fix, das geht ganz schnell. Das soll jetzt auch nicht megamäßig angegrillt werden oder schwarz sein. Nein, das soll nur so ein bisschen angegrillt, dass das so ein bisschen Kruste bekommt. Deckel nochmal zu, denn das Fleisch ist gleich soweit. Und jetzt schnappe ich mir quasi meinen Tomatensalat und gebe den auf das Brot drauf. Ja, im Nachhinein habe ich mir tatsächlich gedacht, hättest du mal tatsächlich Waffel geschnitten, dann wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Ist aber egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie ihr seht, das ist so Bruschetta-ähnlich, ne? Das ist ziemlich cool eigentlich. Wer möchte, kann natürlich auch noch ein bisschen Knoblauchbutter oder Olivenöl aufs Brot geben. Aber ich brauche das tatsächlich nicht, weil der Salat ist ja angemacht. Da ist ja Öl drin, da sind Gewürze drin. Da muss ich das Brot jetzt nicht nochmal extra mit Öl irgendwie eintunken. Aber wer mag, kann das natürlich tun. Ich will keinen davon abhalten. Warum auch? Das ist Essen. Jeder soll das machen, was ihm schmeckt. Ich will da auch keinem vorschreiben. Hier, du musst das machen, du musst dies machen. Ja, 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 ja. Von wegen. Mach ich nicht. Jetzt geben wir noch so ein bisschen von der Vinaigrette. Von der Salatsoße oben drauf. Und dann ist unser Fleisch auch schon fertig. Es hat eine Kerntemperatur von 55 Grad erreicht. Ihr könnt natürlich die euch gewünschte Kerntemperatur anstreben, die ihr möchtet. Ob das jetzt 48 ist, 52, 58, 60, 70, total totgegart, wie auch immer. Das ist egal. Da müsst ihr nach eurem Geschmack gehen. Ja, und dieses Steak hat natürlich meinen Geschmack jetzt voll getroffen. Genau so wollte ich es haben. Ich bin maximal begeistert. Wenn ihr auch so ein schönes Stück Fleisch haben wollt, dann schaut doch mal bei YourBeef vorbei. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Der Stefan von YourBeef freut sich, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten schaut mal bei eurem lokalen Metzger vorbei. Der hat bestimmt ein schönes Steak für euch parat. Ihr müsst keinen Roastbeef unbedingt nehmen. Ihr könnt das Steak nehmen, das ihr am liebsten mögt. Ja, und was soll ich jetzt noch sagen? Jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer oben drauf und dann war's das. Das sind meine Steak-Crostinis. Richtig schön wegzusnacken und ich bin mir fast sicher, die möchtet ihr nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein Steak, ihr braucht Baguette, ihr braucht Tomaten, Frühlingszwiebeln, Weißweinessig, Olivenöl, Zucker, Knoblauchpulver, Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer. Und was soll ich sagen, liebe Leute? Nicht abschalten, weitergucke, denn jetzt wird probiert. Hier habe ich jetzt mein Baguette mit Tomatensalat und Steak drauf und ihr seht, ja, es ist schon abgebissen. Ich habe schon mal probiert und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja, was soll ich sagen? Und die ganzen anderen sind jetzt unten bei der Familie. Ich habe jetzt noch mal ein Probestück, aber ich probiere trotzdem für euch nochmal. Wird jetzt nicht mehr so überraschend sein wie am Anfang. Es war richtig, es war eine schöne Aufnahme, es wäre so schön gewesen. Aber manchmal vergisst man halt Sachen. Ich bin halt, ja, ich habe ein Hirnsieb. Aber wir probieren trotzdem. Mmh. Mega. So geil. Ne, ernsthaft. Das sind wie so kleine Crostinis. Man hat das Baguette, man hat den Tomatensalat, man hat das Steak. Es ist super leicht. Es ist tatsächlich, ja, wir haben jetzt schon, der Sommer ist so gut wie vorbei. Aber es ist tatsächlich ein mega geiles Sommergericht, aber das kommt auch im Herbst und Winter bestimmt super. Bin ich mir fast sicher. Liebe Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich auch Aufnahme gedrückt habe.